Jetzt darf ich um Ihre uneingeschränkte Aufmerksamkeit bitten. Wir beginnen mit dem Tagesordnungspunkt 37, dem Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger vor Ort stärken. Die Drucksache 19/6753, vereinbarte Redezeit 10 Minuten pro Fraktion. Das Wort hat Herr Abg. Horst Klee. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich bedanke mich für den Eröffnungsbeifall. Wir werden sehen, was davon dann zum Schluss noch bleibt. Das Thema Sicherheit ist in den vergangenen Wochen in unterschiedlichen Zusammenhängen und immer wieder ein Thema in Wiesbaden, auch, aber auch in Deutschland gewesen, oft im globalen, europäischen und ganz großen Zusammenhang. Auch wenn ich Ihnen große globale Zusammenhänge nicht komplett ersparen kann, wir leben nun einmal in globalisierten Zeiten, sollte es heute nicht primär um generelle Fragen, sondern um etwas so Einfaches wie Wichtiges gehen. Das Große im Kleinen, das subjektive individuelle Sicherheitsgefühl des einzelnen Menschen in Hessen. Wir allen wollen Sicherheit für uns, unsere Kinder, unsere Familien im Alltag. Das ist ein Grundbedürfnis fast aller Menschen und ein wichtiger Baustein von guter Lebensqualität. Denn Menschen, die sich nicht sicher fühlen, sind weniger frei in ihren Entscheidungen und auch im Alltag. Aber was genau ist eigentlich diese Sicherheit? Es gibt darauf keine pauschale Antwort. Sicherheit bedeutet für jeden etwas anderes, und oft ist es eine Frage der subjektiven Unmittelbarkeit, wenn Bedrohungen vielleicht nicht neu, aber näher erscheinen. Und dank Social Media, rund um die Uhr-Nachrichten, technischer Fortschritt in Bildern aller Art, wirken theoretische Gefahren insgesamt akuter, als wären sie kurz vor der eigenen Haustür. Um es noch einmal ganz klar zu sagen, objektiv und im Vergleich ist Hessen sicher, sogar sehr. Die Zahlen, die Sie alle kennen, sprechen eine deutliche Sprache. Rund 63% Aufklärungsquote, rund 9% weniger Straftaten 2017 im Vergleich zu 2016, Platz 3 im bundesweiten Ranking der Kriminalbelastung, Wohnungseinbruchsdiebstahl und Straßenkriminalität sind massiv rückläufig, und auch die Zuwanderung der vergangenen Jahre hat vielleicht einzelne Probleme, aber keinen strukturellen Anstieg der Kriminalität mit sich gebracht. Deutschland hat weltweit einmalige Zahlen. Sie sind nicht alle so gut wie in Hessen, aber das ist ja auch eine ziemlich hohe Messlatte. Vergleichen wir unsere Situation mit der in den USA oder auch nur in England, zeigt sich, wir leben in einem Biotop der Sicherheit, einer seltenen Kombination aus Frieden, Sicherheit, Wohlstand und Perspektiven. Das alles, diese Zahlen und unsere gute Situation sind die Folgen unserer Schwerpunktsetzung, umfangreicher Investitionen in den vergangenen Jahren und beeindruckender, motivierter Arbeit unserer Beamtinnen und Beamten in den Sicherheitsbehörden. Und ich sage das vielleicht ein bisschen leise, auch ein Fünkchen Glück. Und trotzdem, es gibt Menschen, die sich in diesem Bundesland, in Deutschland, nicht sicher fühlen. Und das müssen wir angehen. Das kann und darf uns nicht egal sein. Die objektiven Zahlen als Realität immer wieder zu wiederholen, ist eine. Aber es ist nicht die Lösung. Diese Erkenntnis ist nicht neu, sondern eine Entwicklung, die wir schon seit einiger Zeit beobachten und die wir auch adressieren hier im Hessischen Landtag, genau wie bei konkreten Maßnahmen, nicht nur mit Kompass, sondern mit einer Vielzahl von Ansätzen. Das Grundproblem dieser Entwicklung ist der Zusammenhang von Vertrauen und Sicherheit in einem sich gegenseitig bedingenden Kreislauf. Das Vertrauen der Menschen in den Staat hängt davon ab, ob sie sich sicher fühlen. Ob sie sich sicher fühlen, ist aber auch eine Frage davon, ob sie ihrem Staat vertrauen. Und genau in diesem Bereich hat sich in den letzten Jahren einiges verändert. Das Vertrauen ist weniger geworden. Vertrauen in die staatlichen Behörden als belastbarer, fairer Partner, in die Medien als vertrauenswürdiges Korrektiv und auch in die Politik und ihre Redlichkeit. Um dieses Vertrauen müssen wir alle mit Kraft kämpfen, müssen es zurückgewinnen.
Dieses Vertrauen ist nämlich am Ende die Grundlage unserer repräsentativen Demokratie, unseres Rechtsstaats, unserer zivilisierten und friedlichen Zusammenlebens. Der Staat übernimmt Aufgaben für seine Bürger. Politiker entscheiden nach demokratischen Wahlen im Sinne der Bevölkerung eines rechtsstaatlichen gerichtlichen Verfahrens, so unverständlich es im Einzelfall auch sein mag, endet mit einem rechtskräftigen, zu akzeptierenden Urteil. Das alles, diese Problemlage kann und wird Kompass alleine nicht lösen. Aber es ist ein Baustein in der Botschaft, dass wir den Menschen in Hessen mitgeben können. Wir kümmern uns. Dieser Staat ist bei all seiner gut abgeschliffenen, jahrelang eingeübten Kontenance nicht wehrlos und schon gar nicht am Ende. Wir haben eine so gut aufgestellte Polizei wie seit Jahrzehnten nicht mehr, die besten Zahlen aller Zeiten und eine zukunftsfähige, moderne Sicherheitsarchitektur. Das ist schon nicht selbstverständlich. Und trotzdem tun wir noch mehr, weil es uns eben nicht egal ist, wie sich Menschen fühlen und was vor Ort passiert. Es geht darum, zuzuhören, zu erklären, zu handeln. Wir müssen unsere Entscheidungen besser, öfter und klarer erklären, was wir wollen, wie wir es umsetzen wollen, was geht, was nicht geht und wo unsere politischen Grenzen sind und der Bereich der gesamtgesellschaftlichen Verantwortung beginnt. Ihnen liegt ein Antrag vor, der einen Überblick über die Maßnahmen und Entwicklungen in diesem Bereich gibt. Grundlage dieses Konzeptes ist Kommunikation zwischen der Kommune und dem Land, zwischen den Akteuren vor Ort, zwischen den Bürgerinnen und Bürgern und dem Staat bzw. der Polizei. Und das nicht nur im Aufbau von Kompass, sondern als langfristige Ansprechbarkeit der Sicherheitsbehörden für den Menschen. Kompass schafft diese Strukturen und etabliert Kommunikationswege, damit Fragen gestellt, zugehört, Probleme erkannt und gemeinsam praktikable Lösungen geschaffen werden können. Nicht erst, wenn etwas passiert ist, sondern präventiv und proaktiv im Alltag der Menschen. Kompass wurde als Initiative zunächst in 4 Modellkommunen erprobt und schließlich in diesem Jahr auf ganz Hessen ausgeweitet. Die Erfahrungen aus Hanau, Maintal, Bad Homburg und Schwalbach am Taunus sind beispielgebend und zeigen sich auch in der Entwicklung seitdem. In 17 Kommunen wird Kompass in Kürze starten. 66 weitere sind interessiert und im Bewerbungsprozess. Und damit erreichen wir fast ein Drittel der hessischen Bevölkerung. Für Kompass wurden in den 7 Präsidien auch jeweils 2 zusätzliche Stellen und eine Geschäftsstelle im Hessischen Landeskriminalamt eingerichtet. Kern des Programms ist es, gemeinsam mit den Akteuren vor Ort, also den Kommunalpolitikern, der Polizei, Vereinen und natürlich den einzelnen Bürgern, mögliche Sorgen, Herausforderungen oder subjektive Eindrücke zu identifizieren und passgenaue Lösungen zu finden. Das kann so einfach sein wie das Zurückschneiden einer Hecke am Straßenrand oder das wortwörtliche Ausleuchten einer dunklen Ecke, um Angsträume zu vermeiden. Genauso können Videoanlagen an bestimmten Orten den Nachhauseweg vereinfachen, Kriminalität präventiv verhindern und die Aufklärung von Straftaten ermöglichen. Weitere Möglichkeiten, um den Sorgen zu begegnen, können der Aufbau einer Stadtwache, schlicht eine höhere Polizeipräsenz, punktuell mehr Streifenfahrten oder verbesserte Sicherheitstechnik sein. Was in den Kommunen gebraucht wird, ist schlicht unterschiedlich für pauschale Antworten. Alle Programme, Initiativen, Förderungen und Möglichkeiten des Landes werden erwogen und schließlich ein Paket konkreter Maßnahmen geschnürt, das passgenau auf die Kommune angepasst wird. Um die Sicherheit vor Ort zu verbessern, das gibt es in Deutschland nicht noch einmal, es ist bundesweit einmalig. Auch Prävention ist ein wichtiger Bestandteil von Kompass und eine Investition in die Sicherheit. Denn Prävention ist der beste Opferschutz. Jede Person, die gar nicht erst straffällig wird, jede verhinderte Straftat ist eine Gefahr und ein Opfer und im ganzen Umfeld auch eine Sorge weniger. Hier informiert und hilft die hessische Polizei im Bereich des Wohnungseinbruchs, der Verhinderung von Betrugsdelikten oder auch bei der Verkehrserziehung direkt vor Ort, auf Marktplätzen, aber auch mit spezifischen Veranstaltungen.
Dieses Engagement und die Ansprechbarkeit ist schon ein wichtiges Zeichen und stärkt Vertrauen. Aber auch die Präsenz der Polizei kann in diesem Zusammenhang elementar sein. Schon das Wissen, dass die Polizei in der Nähe ist, kann das Gefühl des Einzelnen verändern und verbessern. Das kennt sicher jeder von uns, um nur ein Beispiel zu nennen. In Darmstadt kann man gut sehen, dass die Zusammenarbeit des Landes mit den örtlichen Politikern zur Verbesserung für Menschen vor Ort führt. Innenminister Peter Beuth hat im März dieses Jahres die neue Stadtwache in der Innenstadt eröffnet. Sie ist ein ganz normaler Anlaufpunkt für Sorgen, Probleme und Fragen aller geworden. Nicht nur und erst wenn es passiert ist, sondern auch als Frühwarnsystem, als niederschwelliges Angebot und alltägliche Möglichkeit, sich zu informieren, Kontakt aufzunehmen. Auch eine Schutzfrau vor Ort ist mit ihrem Diensthund täglich unterwegs und als Ansprechpartnerin, wie wir selbst erfahren konnten, vor Ort bekannt und beliebt. Weitere Möglichkeiten und sichtbares Zeichen der hessischen Sicherheitsbehörden sind der Freiwillige Polizeidienst, Stadtwachen, die Stadtpolizei und eben das schon angesprochene Programm Schutzmann, Schutzfrau vor Ort, mit mittlerweile schon über 100 Schutzmännern und Frauen in ganz Hessen in einem engeren alltäglichen Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern, der da herzustellen ist. Ein Mehr an Polizisten ist in Hessen landesweit bereits dank der Einstellungsoffensive spür- und sichtbar, und das wird in den kommenden Jahren weiter ausgebaut und noch mehr werden. Allein in dieser Legislaturperiode haben wir die Polizeivollzugsstellen um 11% ausgebaut. 2022 werden wir in Hessen 15.290 Polizeivollzugsstellen haben. Und ja, das gab es in Teilen schon im Einzelnen. Neu sind die Strukturen und die Abläufe, die das Land stellt. Manchmal reicht es schon der berühmte runde Tisch, an dem alle sitzen, um weiterzukommen. Und das sollten wir doch alle wollen, weiterkommen, Lösungen finden, Hessen noch besser machen, im Sinne der Bürgerinnen und Bürger. Das ist unser gemeinsamer Auftrag. Dem müssen wir uns stellen, und daran werden wir gemessen. Ich bitte um Zustimmung zu unserem Antrag. Ich danke Ihnen. Herr Präsident, ich werde am 1. Oktober 25 Jahre im Landtag sein. Dies wird meine letzte Rede sein in dieser Legislaturperiode und überhaupt. Ich möchte allen Kollegen danken, die mich in diesen 25 Jahren begleitet haben. Es waren viele. Ich kann sie nicht nennen, denn sonst würde ich einige vergessen. Viele sind mir ans Herz gewachsen, auch unabhängig von der eigenen Fraktion. Ich danke der Verwaltung und ich danke vor allen Dingen zwei Frauen, die mich in 13 Jahren als Innenausschussvorsitzender begleitet haben. Das ist Frau Taumle und Frau Dr. Lindemann, die hervorragende, sensationell gute Arbeit geleistet haben. Ich habe nicht immer Zustimmung dieses Hauses empfangen. Ich habe das Haus dreimal in 10 Jahren gefragt, ob jemand vor dem 17.11.1939 geboren wurde. Dreimal Ablehnung. Das hat mir immerhin die Chance eröffnet, in dreimal 15 bis 20 Minuten das zu sagen, was mir persönlich am Herzen lag. Ich bin auf das, was jetzt kommt, gut vorbereitet. Machen Sie sich keine Gedanken. Ich hoffe, dass die Politik den Herausforderungen in der nächsten Legislaturperiode gerecht wird. Es wird schwer. Wir werden eine Gruppierung haben, die keiner braucht. Lassen Sie die rechts liegen und machen Sie Politik, wie ich es Ihnen am 5.4.2008 alle vermitteln wollte, mit Herz und Verstand. Ich danke Ihnen.
Meine Damen und Herren, lieber Kollege Klee, lieber Horst, er möchte nicht unbedingt die 108. Sitzung des IDA leiten wollen. Vielleicht kann man es ja verhindern. Du hast im Juni schon deine 100. Sitzung geleitet. Das ist eine außerordentliche Zahl, die ist bisher nicht erreicht worden. Ich gehe auch davon aus, dass es schwer wird, das zu überholen. Insofern bist du schon eine Instanz in diesem Hause, als Alterspräsident ohnehin. Ich wollte es mir nicht nehmen lassen, dir heute für dieses Haus herzlich zu danken. Vielen Dank, Horst Klee. 25 Jahre. Sie wissen ja, dass er von Haus eigentlich Sportpolitiker ist. Die älteren Mitbürger, so wird der Ministerpräsident sagen, unter Ihnen wissen, dass er mit Jürgen Krapowski zusammen Fußball gespielt hat, aber nur einmal. Das ist mir ganz klar. Das ist sein Leidenschaft, sein Herz, seit 40 Jahren Vorsitzender von Biblisch 02. Alles Gute für die nächsten 10 Jahre Vorsitz bei diesem Verein. Meine Damen und Herren, der Silberbräutigam für den Hessischen Landtag, nochmals herzlichen Dank. Alles Gute. Bleibt gesund und munter. Meine Damen und Herren, wir kommen zur weiteren Aussprache. Das Wort hat der Kollege Greilich für die Fraktion der FDP. Danach ist die Debatte beendet. Bitte? Und danach ist die Debatte beendet. Ich habe nichts dagegen. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Lieber Kollege Klee, es ist natürlich verdammt schwer, nach so einer Rede hier noch etwas Sinnvolles zur Sache zu sagen. Aber es gibt mir jedenfalls eine Gelegenheit, wenn ich jetzt hier stehe, mich bei Ihnen auch ganz persönlich zu bedanken. Als ich in diesen Landtag kam und als ich in diesen Innenausschuss dieses Landtages kam, da waren Sie schon Vorsitzender dieses Ausschusses. Das war nicht immer ganz einfach. Wir hatten den einen oder anderen Disput. Aber es war immer eine Atmosphäre, wo ich sagen kann, Sie waren immer ehrlich, grundehrlich. Und das ist eine Eigenschaft, die man nicht jedem nachsagen kann. Und da komme ich dann ein Stück zu Ihrer Rede heute. Auch die war grundehrlich. Da war auch nichts dabei, wo ich in irgendeiner Form widersprechen würde. Ich habe ein paar andere Punkte, da komme ich noch dazu, wo ich vielleicht ein paar andere Schwerpunkte setze, ein bisschen was anders bewerte. Aber insbesondere Ihr Bekenntnis dazu, dass wir einen sicheren Staat brauchen als Voraussetzung dafür, dass wir einen starken Rechtsstaat haben und umgedreht. Das sind zwei Dinge, die sich bedingen. Und ich glaube, da hatten wir nie einen Dissens. Ich bin sehr froh, dass Sie das hier heute auch noch einmal so herausgearbeitet haben. Und Sie haben auch herausgearbeitet, und das will ich durchaus auch als Oppositionsredner unterstreichen, die Bürger in unserem Land dürfen sich sicher fühlen, weil wir in einem sicheren Land leben. Die Sicherheitslage ist gut. Nur, und da wird es dann ein bisschen anders, ich meine, man darf auch, wenn man dieses konstatiert, nicht das wegdiskutieren, was es noch zu verbessern gibt. Gesund beten hilft nicht. Prosa hilft nur denen, die Zweifel daran anmelden, ob denn Probleme, die wir haben, auch offen angesprochen werden, um sie zu lösen. Und wenn ich dann in Ihrem Antrag lese, der Landtag stellt fest, dass vielfältige Maßnahmen notwendig sind, damit alle Menschen in Hessen frei und sicher leben können, ob zu Hause in der eigenen Wohnung, unterwegs auf Straßen und Plätzen, an Bussen und Bahnen, bei Tag und Nacht. Meine Damen und Herren, da ist ja nichts Falsches dran. Da ist bestimmt nichts Falsches dran. Nur diese Prosa, diese Politprosa, dieser Politsprech, der weckt bei vielen natürlich den Verdacht, dass man die eigentlichen Probleme wegdiskutieren will. Und das ist nicht der sinnvolle Weg. Ich will einen anderen Satz aus Ihrem Antrag zitieren, aus der Ziffer 1, den zweiten Satz. Das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in den Staat und seine Institutionen hängt in hohem Maße davon ab, ob sich die Menschen sicher fühlen. Da bin ich schon viel enger bei Ihnen, weil das ein echtes Thema ist und eine echte Feststellung, an der man gar nicht vorbeikommt. Und deshalb möchte ich mich an dieser Stelle ausdrücklich bei allen hessischen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten bedanken, die durch ihren tagtäglichen und unermüdlichen Einsatz zum Schutz der hessischen Bürgerinnen und Bürger gerade dazu beitragen, dass diese sicher leben können und sich auch sicher fühlen können.
Sie sprechen in diesem Zusammenhang die Kriminalitätsstatistik an. Die weist durchaus erfreuliche Ergebnisse aus. Ob man daraus dann Rückschlüsse auf das tatsächliche Sicherheitsgefühl, auf das Sicherheitsempfinden der Bürgerinnen und Bürger ziehen kann, bleibt zweifelhaft. Das wissen Sie auch. Zum Beispiel die Zahlen zum Wohnungseinbruchsdiebstahl machen deutlich, dass es nach wie vor einiges zu tun gibt. Und gerade dieses Delikt, wo das verbunden ist mit Eingriffen in den engsten Lebensbereich unserer Bürgerinnen und Bürger, hat einen extrem starken Einfluss auf das subjektive Sicherheitsgefühl von Bürgerinnen und Bürgern. Ich wiederhole, da bleibt noch viel zu tun. Weitere Fragen, die man in diesem Zusammenhang natürlich auch stellen muss, ist, wie sind denn die Bedingungen für die Polizei in diesem Staat? Wie ist die interne Stimmung bei der Polizei, wenn es darum geht, die Sicherheitslage in Hessen zu garantieren? Die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten klagen über massive Überstunden, über die Unplanbarkeit von Freizeit und die zunehmende Unvereinbarkeit von Familie und Beruf. Das sind Erscheinungen, die wir ernst nehmen müssen, gerade wenn wir feststellen, dass wir viel Nachwuchs für unsere Polizei brauchen. Dann müssen auch die Rahmenbedingungen stimmen. Da ist Stellenausweitung, dazu komme ich noch gesondert, ein Thema. Aber da gilt auch grundsätzlich etwas, was wir brauchen, ist mehr Wertschätzung, mehr Respekt gegenüber den Landesbediensteten, auch gegenüber den Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten. Und ihre Besoldungspolitik nach Gutdünken der letzten Jahre ist sicherlich nicht geeignet, diese Wertschätzung, diesen Respekt zu vermitteln. Es gibt umfangreiche neue Herausforderungen für die Polizei, eine immer stärker notwendige Spezialisierung. Wir müssen darauf, ich hatte das schon erwähnt, mit einem Stellenzuwachs reagieren. Auch die zu erwartenden Ruhestandsversetzungen sind dabei zu berücksichtigen. Was wir brauchen, ist eine tatsächliche Stärkung der hessischen Polizei, insbesondere auch vor dem Hintergrund der nach wie vor immensen Bedrohungslage. Ich sage das sehr deutlich, weil wir über die Frage der Polizeistärke in Hessen ja immer wieder diskutieren. Das, was wir bislang beschlossen haben, reicht nicht aus. Deswegen möchte ich, und vielleicht höre ich da heute mal, der Ministerpräsident ist jetzt gerade rausgegangen, vielleicht höre ich nachher von dem Innenminister etwas zu dem Thema. Wie haltet ihr es denn mit den Ankündigungen? Wir haben beschlossen, eine starke Ausweitung, die ist im Haushalt abgebildet, mit zusätzlich eingestellten Polizeianwärtern, die dann auch in den Dienst übernommen werden sollen. Am letzten Wochenende habe ich mit Interesse vernommen, dass der Ministerpräsident mehrere hundert Stellen für dies, mehrere hundert Stellen für jenes und dann noch ein paar hundert für dieses versprochen hat. Da möchte ich gerne einmal wissen, sind das, und da könnten wir uns dann gerne darauf verständigen, sind das zusätzliche Stellen, die wir über das, was wir bereits geplant haben, hinaus noch einstellen müssen, oder ist das die Verteilung derer, die sowieso schon im Haushalt stehen, die jetzt in der Ausbildung sind, die man nur halt noch zum zweiten, dritten, vierten, fünften Mal verkaufen will als Verbesserung. Da hätte ich gerne eine klare Aussage dazu. Denn nur wenn wir mit zusätzlichen Polizeikräften etwas erreichen, können wir auch eine Verbesserung der Lage bei Überstunden und bei den geschilderten Situationen der Polizeibeamtinnen und Beamten haben. Ich will an dieser Stelle, wir sind meines Erachtens schon da, auch wenn der Innenminister uns immer wieder berichtet, die Zahlen sind ganz toll und die Qualität der Bewerber ist auch ganz toll. Ich behaupte, wir sind schon heute in einer Situation, oder, wenn ich dem Minister recht gebe, wir werden dort hineinkommen, dass wir einen massiven Nachwuchsmangel haben werden, nicht nur, aber auch im Bereich der Polizei. Deswegen müssen wir uns überlegen, wie wir auch die Nachwuchssicherung für die nächsten Jahre und Jahrzehnte sicherstellen. Wir schlagen deshalb vor, den Beruf des Polizeiverwaltungsassistenten oder wie man das konkret nennen will, zu schaffen und dieses so auszugestalten, dass wir dort einen Einstieg dann letztlich auch für Realschüler in den klassischen Polizeidienst, wie wir ihn heute haben, in der zweigeteilten Laufbahn haben können. Ich sage einmal das Stichwort Einstieg durch Aufstieg, das ist das, was wir haben müssen, qualifizierte Bewerber zu identifizieren, die wir dann qualifizieren für den eigentlichen Polizeidienst. Da brauchen wir einen Einstieg, und da sind, glaube ich, Polizeiverwaltungsangestellte der richtige Weg.
Kollege Klee hat, wie es sich für einen Regierungsvertreter in dieser Situation gehört, sehr viel zum Thema Kompass gesagt. Mit Verlaub gesagt, ich finde, etwas dick aufgetragen war es denn schon. Denn wenn ich mir Kompass betrachte, dann würde ich es eher unter die Überschrift stellen, viel Lärm um ziemlich wenig. Grundsätzlich, auch da gilt, Kollege Klee, alles, was Sie gesagt haben, ist richtig. Das ist alles richtig, dass wir das haben, nur es ist alles nicht so viel Neues. Das grundsätzliche Anliegen einer besseren Zusammenarbeit von Kommunen und Polizei ist wichtig. Die euphorischen Formulierungen in Ihrem Antrag trägt das Ganze allerdings nicht. Den freiwilligen Polizeidienst haben wir schon seit dem Jahr 2000. Den Schutzmann vor Ort haben wir schon länger. Die Videoüberwachung mit Zweidrittelförderung durch das Land läuft schon. Die Seniorenprävention mit Sicherheitsberatern, alles schon vorhanden. Was Sie machen, ist ein bisschen Umstrukturierung. Linke Tasche, rechte Tasche, alles fünfmal abfeiern, was man gemacht hat. Das Einzige, was neu ist, nicht mit neuen Stellen, auch das alles schon im Haushalt abgebildet gewesen. Einzig Neue ist wirklich der polizeiliche Kompassberater als Ansprechpartner in den Polizeipräsidien. Ansonsten haben Sie einfach nur Vorhandenes ein wenig zusammengeführt. Das macht ja immer auch mal Sinn, aber man muss da nicht so weit den Mund aufreißen und erzählen, das sei alles ganz toll. Ich will nur einen Punkt, weil die Zeit, meine Redezeit zu Ende geht, ansprechen, der in Ihrem Antrag fehlt. Sie müssen einfach zur Kenntnis nehmen, dass das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger auch etwas damit zu tun haben, wie der Rechtsstaat sich durchsetzt. Das hat auch etwas mit dem Thema Abschiebungen einerseits zu tun und mit der Frage, wen schieben wir ab andererseits. Das Stichwort ist Spurwechsel. Wir schieben die Falschen ab. Darüber werden wir dann morgen früh mit Ihnen noch einmal im Einzelnen zu reden haben. Ich wiederhole abschließend Prosa. Es setzt keine Einigkeiten der Koalition. Dazu werden wir dann morgen früh reden. Spurwechsel, sichere Herkunftsstaaten. Vielen Dank. Vielen Dank. Nächster Redner ist Kollege Schaus, Fraktion DIE LINKE. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Der Ministerpräsident Bouffier hat gestern zu Beginn seiner Regierungserklärung wörtlich gesagt, Hessen ist eines der sichersten Bundesländer in Deutschland. Das ist doch gut und sollte uns alle freuen. Je nach politischen Bedürfnissen hörten wir aber in der Vergangenheit immer wieder ganz andere Töne. Von Bedrohung der Sicherheitslage war da immer wieder die Rede. Aber weil vor Wahlen angesagt ist, dass die CDU alles gut gemacht haben will, wird derzeit kein Bedrohungsszenario das Wort geredet. Da kommt aber garantiert dann das wieder, wenn man das Polizei- oder das Verfassungsschutzgesetz erneut verschärfen will. Heute ist also seitens der CDU angesagt, nur das Sicherheitsgefühl, also nicht die Verbesserung der Sicherheit an sich der Bürgerinnen und Bürger vor Ort zu stärken. Sicherheitspolitik also gerade, wie man es eben braucht. Die CDU macht zum dritten Mal in diesem Jahr das Thema Sicherheit zu ihrem zentralen Thema im Landtag. Im Februar gab es eine Regierungserklärung zur inneren Sicherheit und zur Kriminalstatistik. Im Mai gab es einen Setzpunkt zum Thema mehr Sicherheit durch Kompass. Da ging es auch schon mehr um das Sicherheitsgefühl. Und jetzt zum dritten Mal Sicherheit und Sicherheitsgefühl. Herr Innenminister Beuth, das Land wird aber doch nicht sicherer oder unsicherer durch Wiederholung. Wenn man Ihre Reden vergleicht, dann lassen Sie mit Sicherheit zum dritten Mal dieselben Zahlen, Programme und Floskeln vortragen. Es ist ziemlich öder Wahlkampf, meine Damen und Herren, und es geht an dem, was die eigentlichen Probleme sind, meiner Ansicht nach vollkommen vorbei. Schon in der Rede im Mai hatten Sie, Herr Beuth, nichts anderes als Satzbausteine aus CDU-Anträgen aus dem Januar und dem Vorjahr zu bieten. Und zum Kompassprogramm ist auch schon alles diskutiert. Da kann selbst ich mich nur noch wiederholen,
wenn ich also erneut feststelle, dass es sich hierbei um nichts anderes als um die ganz normale Zusammenarbeit der Polizei mit den Behörden und Organisationen vor Ort handelt, dann ist das auch nichts Neues mehr. Und da sind wir beim Punkt. Sie wollen also einer gefühlten Bedrohung eine gefühlte Sicherheit entgegenstellen. Ich fände es aber viel wichtiger, diejenigen zu bekämpfen, die die Leute ununterbrochen verunsichern, als wenn man sich nicht mehr auf die Straße trauen könnte. Und das sind allen voran die AfD und der Bundesinnenminister Seehofer. Die AfD redet den Leuten ein, hinter jeder Ecke lauert ein Flüchtling mit Messer. Unsere Bevölkerung solle ausgetauscht werden durch Muslime. Frauen werden scharenweise von Flüchtlingen vergewaltigt. Hier wünschte ich mir, dass der Innenminister das öffentlich zurückweist und diese tägliche Hetze und den wiederholten Lügen auch öffentlich entgegentritt. Wenn der Bundesinnenminister Seehofer, wie hier in Wiesbaden, davon spricht, dass islamistische Anschläge jederzeit und unmittelbar bevorstehen, dann ist doch klar, dass die Leute Angst bekommen. Damit stellt er sich übrigens auch gegen die Aussagen von Ministerpräsident Bouffier. Seit vielen Jahren erleben wir also dieses Gerede von jederzeit und überall möglichen Anschlägen. Wie sollen die Leute denn da keine Angst mehr haben? Seit vielen Jahren erleben wir eine ständige Verschärfung der Sicherheitsgesetze, Verschärfung der Überwachung. All das schürt aber doch neben dem Gerede zusätzliche Angst in der Bevölkerung. Und Angst war noch nie ein guter Ratgeber. Ich würde mir wünschen, dass ein Bundesinnenminister und auch ein Innenminister in Hessen endlich einmal über die tatsächlichen Probleme spricht. Die mit Abstand meisten politischen Straftaten gibt es im Bereich der politischen Rechten, des Neonazismus und des Rechtsterrors. Deutschland hat seit Jahrzehnten ein Neonazi-Problem. Das wissen wir nicht erst seit dem schrecklichen NSU-Komplex und dem Rechtsterror. Aber was macht der Bundesinnenminister und sein Geheimdienstchef Maaßen jetzt? Sie leugnen ernsthaft, dass es in Chemnitz rechte Gewalt, Hetzjagden und einen Neonazi-Mob gegeben habe. Sie stellen sich damit nicht nur gegen hunderte Augenzeugen, gegen die Verletzten und negieren sogar Angriffe auf ein jüdisches Restaurant und gegen eine hessische SPD-Gruppe. Maaßen stellt sich damit zudem gegen den ermittelten Oberstaatsanwalt vor Ort, der 120 Ermittlungsverfahren führt. Wir hingegen stellen uns hinter die Aussage von Bundeskanzlerin Merkel, die diese rechten Straftaten in Chemnitz zu Recht scharf verurteilt hat. Zu Recht scharf verurteilt hat. Was dort marschierte, war ein Zusammenschluss von AfD, Pegida, NPD, Dritter Weg, Neonazi-Hooligans und sonstigen Schlägern. Aber das wird vom Geheimdienstchef und vom Bundesinnenminister einfach einmal so weggeleugnet. Ich wünschte mir, Herr Beuth, dass die Hessen-CDU sich hier offensiv hinter die eigene Kanzlerin stellt und mit dafür sorgt, dass diese Leugnung rechter Gewalt von Amts wegen endlich einmal ein Ende findet. Eine wichtige kriminalistische Herausforderung liegt hingegen im Internet. Hasskommentare, Internetbetrug, Datenklau und Datenhandel, Pädokriminalität, Wirtschaftskriminalität, Cyberkrieg. Das sind die ganz großen Herausforderungen für die Sicherheit, und zwar sowohl für die Bürgerinnen und Bürger wie auch für Unternehmen und Staat. Mir hätte es gefallen, wenn Sie endlich einmal erklären würden, wie dem zu begegnen ist, wie der öffentliche Dienst die Spezialisten bekommt, die man dafür zwingend braucht, wie Sie in diesem hochtechnischen und oft international agierenden Bereich weiterkommen wollen. Die Polizei stößt da auf große Probleme und schafft es oft leider nicht, Daten, die sie bekommt, eigenständig und ohne externe Hilfe umfassend zu bearbeiten, um dann zu ermitteln. Ohne Externe geht da gar nichts mehr, und das ist ein großes Problem. Mir hätte es gefallen, wenn Sie hier endlich dargestellt hätten, oder darstellen würden, wie Hessen zu einer Kriminalitätsverlaufsstatistik kommt. DIE LINKE fordert das schon seit Jahren. Und nun haben dies sogar alle Fraktionen in den Abschlussberichten zum NSU-Untersuchungsausschuss gefordert. Alle Fraktionen. Noch ein letzter Punkt.
das Personal der Polizei. Herr Klee, den ich sehr schätze und dem ich alles Gute wünsche, hat es ja schon angesprochen. Aber ich werfe da mal einen anderen Blick drauf. Die CDU hat in der Zeit bis 2015 kontinuierlich Stellen bei der Polizei abgebaut. Selbst wir als LINKE forderten über Jahre hinweg, mehr Polizeibeamtinnen und Beamte auszubilden. Man hat uns immer wieder gesagt, 600 neue Anwärter pro Jahr auszubilden, das wäre die absolute Obergrenze, die man in allen hessischen Fachhochschulen jährlich ausbilden könnte. Mehr ginge gar nicht. Da wären die Kapazitäten überhaupt nicht da. Erst nach vielen Jahren hat nun auch die CDU endlich dazugelernt. Immerhin, wenn auch sehr spät. Aber aufgrund der Versäumnisse der vorangegangenen Jahre werden nun über 1.100 in einem Jahrgang ausgebildet. Die hessischen Fachhochschulen platzen aus allen Nähten, und die Ausbildungskapazität und die Qualität vor allen Dingen leiden erheblich. Ich muss schon sagen, die CDU hat in Sachen Personalpolitik einfach nichts drauf. Dieses Hin und Her, Personalabbau und plötzliche Schleusen auf, alles rein, hat nichts mit vernünftiger Planung und Personalentwicklung zu tun, aber auch gar nichts, Herr Bellino. Die Aufrüstung der Polizei im Übrigen mit Waffen überschreitet inzwischen jedes Maß. Jeder Polizist trägt inzwischen 45 Schuss Munition bei sich. Neben Schlagstock, Pfefferspray und Teaser machen das 90 Schuss pro Polizeistreife. Und jetzt soll jede Polizeistreife mit einem Sturmgewehr ausgestattet werden. Ein G36, meldet die FAZ. Meine Damen und Herren, wir sind doch nicht im Krieg. 1.500 Sturmgewehre. Man fragt sich bei dieser absurden Aufrüstung langsam, ob ihnen jedes Maß verloren gegangen ist. Und das dann sozusagen als eine Verbesserung des Sicherheitsgefühls zu bezeichnen, ist doch mehr als absurd. Was soll denn das alles, wo wir doch nach Ministerpräsident Bouffier, ich sagte es eingangs, in Hessen in einem der sichersten Bundesländer leben? So. In einem der sichersten Bundesländer leben. Jetzt brauchen Sie nicht abzulenken, Herr Boddenberg. Wir reden jetzt über Hessen. Es ist Ihr Setzpunkt, und Sie wollten darüber reden. Deswegen müssen Sie sich das auch anhören. So, also insofern sage ich nur, stattdessen erleben wir sozusagen wie die AfD und die CSU ein selbstgeschaffenes Gespenst der gefühlten Bedrohung zu verjagen versucht. Aber gegen Gespenster, meine Damen und Herren, hilft nur ein gesunder Menschenverstand, den aber vermisse ich in dieser Debatte zunehmend. Kollege.